Und wenn ich jetzt gut bin, komme ich hier ja auch gut nach oben. Also, nee, das ist zu steil, das geht nicht. Und da kann ich auf meiner Leertaste rumdrücken, wie ich möchte. Das funktioniert nichts. Nicht okay. Wir haben noch 5 Pilze, die wir suchen müssen. Noch 3 von den Tierschädeln, die wir finden müssen. Und ich bin sicher, dass bei dem N da hinten noch irgendwas ist, das wir auch noch finden müssen. Ausgraben oder wie auch immer. Uah, nicht zu weit. Da oben war jetzt in erster Linie mal vorerst nichts. Ich sehe schon kommen. Ich werde gleich wieder suchen oder schauen. Ich meine, das hat jetzt nichts mehr mit. Das hat ja bis jetzt noch nichts mit Rätseln. Ne? Wir müssen jetzt erstmal die Schädel finden, damit wir überhaupt mit dem eigentlichen Rätsel beginnen können. So, eine Speicherfunktion hat das Ganze hier nicht, wie wir am Anfang mitgeteilt bekommen haben. Wo geht's denn bitte hier? Ach, nett, dieser kleine Grafikbug. Hat er das gesehen, Mann? Moment. Hier, so. Sieht aus, als wenn da Wasser hier auch. Wasser sich spiegeln würde, das wäre cool. Das ist cool. So. Es ist durchaus wirklich nicht einfach, hier was zu finden. Hier auch überall dieser kleine Grafikbug mit dem. Hier ist Licht. ein Licht. Ich bin erleuchtet. Dann Let's Such. Herzlich willkommen bei Let's Such. Let's Such Tierschädel. Wir müssen Tierschädel suchen. Und das macht uns Riesenspaß. Okay, hier kommen wir ohne Springen nach oben. Aber hier scheint... Es ist ein wirklich sehr großes Areal, aber... dass man ablaufen kann. Allerdings scheint es so, als wenn es tatsächlich... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, auf was ich hinaus wollte. Ahaha. Ja, als wenn es tatsächlich sehr schwer ist, durch die Größe der Map irgendwas zu finden. So schön der kleine Wald, dieser kleine Nadelwald hier ist. Aber es ist natürlich sehr hinderlich, wenn du halt einfach nicht, nicht sofort irgendwie was findest. Also mich persönlich frustriert das. Immer recht zügig sogar. Also sogar noch mehr als früher sogar. Durch meine Krankheit, aber ja. Aber gut, das ist dann halt eben so. Ich bin halt dann schnell frustriert. Gebe zu schnell auf und werde dann wahrscheinlich auch schneller schauen, wo ich was finde, als dass ich... Ich meine, ich kann ja wirklich nicht viel machen. Ich kann wirklich gerade nur hier rumlaufen. Weiter wird es nicht nach oben gehen, nein. Und einfach schauen, diese Grafikbugs überall sind ja nett. Sie fallen nicht arg auf, aber sie sind halt vorhanden und das macht Charakter. Da ist noch ein Pilz. Schnappen wir uns dieses Pilzilein. Hier sind wir wieder beim Haus. Aha. Ist jetzt natürlich die Frage, ob, ich bin hier ja vorhin schon mal rumgelaufen, ob hier eventuell jetzt erst die Schädel nach und nach gespawnt sind, nachdem wir das Rätsel da hinten gerade beim Fuchs getriggert haben. Es müsste ja eigentlich auffallen. Also ich werde hier so gut wie möglich alles zusammensuchen. Zur Not mache ich vielleicht was offscreen, schneide das Ganze dann zusammen wieder mal und dann, so wie ich es bei Dinge machen musste bei The Nightfall. Da hatte ich zum Schluss, ich hatte es in den Kommentaren erwähnt, damit ihr nicht ganz so auf die Fresse fallt, wenn ihr es gerade anschaut. Mir ist das Mikrofon während dem Spielen ausgefallen und ohne dass ich es bemerkt hatte. Ich habe gesehen, dass in OBS die Mikrofontonspur nicht mehr funktioniert und habe dann... Ah!
two more skulls. Noch zwei Stück. Und habe dann, leider habe das Ganze erst während des Abspanns bemerkt, wo ich dann schon angefangen hatte zu erzählen über das Spiel. Und ihr habt leider Gottes einen verdammt geilen Schrei von mir verpasst. Denn als ich so in dem netten Häuschen rumgelaufen bin, zum Schluss wieder mal, und ich Richtung Dildo-Schlafzimmer gelaufen bin, hat sich die Badezimmertür geöffnet, während ich drauf zugelaufen bin, und da habe ich einen kleinen Schrei ausgestoßen, der ein wenig quietschig geklungen hat. Es kotzt mich selber an. Es ist mir vorher auch noch nie passiert. Ich muss auch gucken, dass ich das immer kontrolliere. Was ist das? Ach, noch nicht. Dass auch alles läuft. Die Aufnahme läuft. Die Desktop-Audiospur läuft. Die Aufnahmespur läuft vom Mikro. Und dann ist das alles gar kein Problem. So, guck mal, da hinten glitzert noch einer. Der glitzert nämlich gelb und das ist gelb. Und dann haben wir einen dritten Schädel. So, wir haben jetzt den dritten Schädel gefunden. Just one more skull was left to collect. Ja, noch ein einziger Schädel und noch vier Pilze, die wir finden müssen. Ja, das kotzt mich schon an, denn das... Ach, guck mal, wir sind jetzt da wieder an dem Baumstumpf, der umgekippt ist, oder ist das ein anderer? Ist es dasselbe wie vorhin? Keine Ahnung, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, aber... Also das mit Nightfall, dass mir das Mikro ausgefallen ist, ohne dass ich es bemerkt hatte, kotzt mich schon wahnsinnig an. Dann hätte ich die Aufnahme doch mal kurz abbrechen können und hätte das Ganze zusammenschneiden können und dass ihr da wenigstens Ton von mir habt. Der Spielsound ist ja, wie gesagt, wie ich es in den Kommentaren erwähnt habe, ist ja da. Aber leider Gottes, das gesprochene Wort von mir fehlt komplett. Bis eben zum Abspann. Ja. Kommt vor, die Technik kann nur manchmal spinnen, vor allem bei meinem alten Rechner. Ich weiß auch nicht, warum der Rechner das ab und zu macht, dass er mein Headset nicht mehr erkennt, urplötzlich rausschmeißt, wiedererkennt, rausschmeißt, wiedererkennt. Ich habe überhaupt keine blasse Ahnung, woran das liegt. Ich habe auch schon jemanden gefragt, der mir das leider auch nicht beantworten konnte. Womöglich, also ich habe die Vermutung, dass es eventuell, dadurch, dass es ja ein alter Rechner ist, dass es eben ein Connect-Fehler ist. Also das hier, wo ich das, jetzt bin ich wieder hier, wo ich das Headset einfüge, einstöpsel, dass das eben irgendwie beschädigt ist oder keine Ahnung, also dass da einfach die Connection nicht mehr passt und dass deswegen immer wieder der Sound abbricht und so. Und aus dem Grund wahrscheinlich wird das dann wahrscheinlich auch sein und wahrscheinlich ist mir deswegen auch das Mikrofon ausgefallen. Das Geile war, Sound auf dem Headset hatte ich. Ich hatte nur das Mikrofon, komischerweise. Ja, das sind diese Tücken dieser Technik heutzutage. Wir haben noch einen Schädel, den wir finden müssen. Irgendwo wird sich der ja wohl rumtreiben. Und wir müssen noch vier Pilze finden. Diese roten Kügelchen im letzten Teil, die hatte ich ja bis auf eins gefunden. Mein Ziel ist es aber wirklich, alle Pilze zu finden. Läuft das in der Aufnahme flüssig oder ruckelt das, wenn ich mich bewege? Es sieht nämlich so ein bisschen ruckelig aus. Das Einzige, was ich eventuell noch kurz machen könnte, Moment, Video. Ich könnte das hier... Ich guck mal, was ich... Kann ich es denn einstellen? Mal ganz gut. Heilands Dunterblechle. Wir sind ja auf... Das ist eigentlich schon ziemlich runter. Nee, das lasse ich so. Weil sonst ist es wahrscheinlich zu... Okay. Kann ich hier sonst noch irgendwas... Bewegungsschärfe 0 und... ist noch irgendwas auf High? Texture... Das können wir vielleicht mal auf... Auch auf Medium machen. Effect Quality auch auf Medium anwenden. Okay. Ist es jetzt besser? Naja, das kann ja sein, dass es in der Aufnahme ruckelt, aber
Also mein Spiel selber ruckelt auf jeden Fall nicht. Das sieht alles sehr sauber aus. Und ich hatte ja auch die Annahme, mein Rechner ist ja nun mal älter und das hat ja für diejenigen, die vielleicht mal in die Eile reingeguckt haben, das Spiel hat ja geruckelt wie die Pest. Ich bin ja da schier wahnsinnig geworden, dass ich da den Rechner nicht noch geschnappt habe und aus dem Fenster geschmissen habe, war auch das Einzigste. Ich war so wütend, weil ich einfach nur spielen wollte und mich dieser blöde Rechner nicht gelassen hat. Ja, das Komische ist, ich habe The Coral auch angefangen aufzunehmen. Das Spiel ruckelt genauso wie Nefisi bei mir ruckelt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es tatsächlich daran liegt, weil The Isle ist ja ein absolut astreines Online-Game. Und ich einfach denke, dass mein Rechner für diese Online-Grafik und dieses ganze Online einfach nicht ausgelegt ist. Überhaupt nicht ausgelegt ist. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich daran liegt, dass dieses Spiel einfach zu krass für meinen kleinen, unkrassen, alten Rechner ist. Ja. Gut, ich denke, man kann es trotzdem anschauen. Es ist vielleicht nicht das beste Let's Play von denen. Am geilsten fand ich von mir persönlich jetzt bis jetzt immer noch das Pineview Drive. Und ich hatte ja schon im Abspann von The Nightfall erwähnt, dass ich noch irgendwann ein weiteres Horrorspiel spiele. Ich habe da auch schon was im Kopf. Das Ganze werde ich mir jetzt aber nochmal überlegen. Ich werde das vielleicht auch nochmal kurz privat anzocken. Und dann sehe ich ja, ob es das wird oder ob ich mir ein anderes nehmen werde. Mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber im Moment befinden wir uns hier bei Nefisi Begins. Und vielleicht gehen wir mal... Ah, hinten war ich doch auch schon. Da bin ich auch durchgelaufen. Komme ich hier irgendwo? Da komme ich nicht hoch. Nein. Genau. Also einfach alles ablaufen. Irgendwann werden wir zufälligerweise über den letzten Schädel stolpern. Ja, wir haben hier so viele Ecken. Das Ding kann wirklich überall liegen. Ja. Ihr könnt mir ja mal... Oh, Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es geil findet, dass ich viele Horrorspiele spiele oder was ich an sich spielen soll. Ich muss das Spiel natürlich haben, denn im Moment sieht es bei mir eben krankheitsmäßig so aus, dass ich nicht arbeiten kann und ich deswegen nicht viel Geld zur Verfügung habe. Das heißt, neue Spiele direkt zu kaufen kann ich aktuell nicht. Ich habe noch ein paar andere im Petto, die ich mir runtergezogen habe. Es ist unter anderem nochmal ein weiteres Rätselspiel dabei. The Coral wird fertig gemacht. Das werde ich auch noch gucken. Da habe ich heute zufällig reingeschaut, weil ich gedacht habe, komm, das musst du weitermachen. Da hängst du schon eine Weile hinterher. Und habe reingeschaut und dann habe ich festgestellt, ja, dass die Speicherstände so ein bisschen bescheuert sind. Denn ich muss bis zu dem Punkt, wo ich aufgehört habe das letzte Mal, muss ich nochmal bis dahin spielen, bevor ich die Aufnahme machen kann. Ja, das hat mich heute schon wieder mal total demotiviert. Aus dem Grunde habe ich es dann gelassen und habe dann eben... Nefisi hatte ich schon eine Weile installiert, weil ich es beginnen wollte. Und habe mich dann jetzt eben dafür entschieden, Nefisi aufzunehmen. Wir sind schon bei 34 Minuten, das heißt, es sind schon wieder fast zwei Folgen. Ich hoffe, dass ich das mit dem Cut gut hinkriege. Ich muss das immer gucken, dass ich ein paar Cliffhanger einbaue, damit man auch unbedingt weiterschauen möchte. Ist manchmal nicht ganz so einfach, weil dadurch, dass ich ja eigentlich eine Let's Playerin bin, die eigentlich nicht vorhanden ist in der öffentlichen YouTube-Szene, wenn man das jetzt mal so nennen darf. Hier geht's auch noch um. Habe ich natürlich nur eine begrenzte Minutenzahl zum Hochladen, sprich ich kann nur 20 Minuten. Ich komme da hoch, das sage ich euch. Nur 20 Minuten hochladen und deswegen sind meine... Ja, man kann sich's auch schwer machen, ne?
Geh doch einfach hier hoch. Oder da drüben. Von daher kann ich halt echt nur 20 Minuten hoch. 20 Minuten hochladen. Oder ist das ein Grafikbug? Wie gesagt, 20 Minuten hochladen. Und das ist nicht unbedingt viel. Auch wenn ich von anderen Let's Playern schon gehört habe, dass das eine normale Folgelänge ist. Hier ist auch so ein N. Was kann ich? Errungenschaft freigeschaltet, N. Sind das auch Collectibles? Grafikfehler? Ich finde lauter Grafikfehler. Ey! Wie gesagt, aua. Mir kracht's und knallt's an allen Ecken und Kanten. Was haben wir denn da? Ist das zum... Ist das absichtlich so? Was ist das? Ach, das sah kurz so aus, als wenn es ein Schädel wäre, aber okay. Ein markanter Punkt, das ist immer nicht unschlecht. Und ich versuche wirklich, also um darauf zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, das mit den Cliffhangern, ich versuche immer so zu schneiden, dass ich eventuell... Aha! Sicher. Das muss man ja auch erstmal wissen! Dass ich möglichst spannende Schnittstellen habe. Was natürlich nicht immer funktioniert, da das Spiel manchmal im Verlauf bei manchen Stellen endet, wo ich dann einfach keinen spannenden Cut machen kann. Ja, also ich versuche das Beste zu machen. Oh, da ist noch ein Pilz. Ich versuche es so spannend wie möglich zu halten. Gerade bei einem Horrorspiel sollte die Spannung eigentlich nie verloren gehen. Aber es ist halt mitunter doch nicht ganz so einfach, das Ganze wirklich spannend zu halten. Also, naja, ich gebe mein Bestes. Na, ich bin, wie gesagt, eine Privatperson, die das hier hobbymäßig betreibt. Und deswegen erwartet bitte von mir nicht zu viel. Klar rege ich mich auf, wenn es nicht sauber läuft. Klar rege ich mich auf, wenn mein Rechner wieder mal alles macht, bloß nicht das, was er soll. Oder wenn mir das Mikro unbemerkt ausfällt. Oder. Das ist alles ganz normal und menschlich. Und ja, das sind irgendwie so Plattformen. Das gibt es. Komm da aber nicht. Ich hau mich nicht. The keeper wouldn't let her into the cave. It would leave only when the two amphoras faced the right direction. Ja, danke. Das hast du mir vorhin schon mal erzählt. Ich kann auch nicht mal hier entlang laufen. Ich muss wieder da hoch. Ach komm, willst du mich verarschen? Ja, okay, dann gehe ich halt wieder hoch. Okay. Ich weiß gar nicht, wie oft sich das Areal jetzt schon... umrundet hat. Das ist das N von vorhin. Hier ist eine von den... She had to rotate that amphora until the skull of the innocent would face the N. Die N. Das N ist... Heißt es nicht das N? Nochmal? So? Ist es richtig? Ich habe keine Ahnung. Geh noch mal ein Stück weg, lauf noch mal ein Stück hin. She had to rotate that amphora until the skull of the innocent would face the N. Ja, und woher sehe ich, welches das jetzt das Unschuldige ist? Willst du mich verarschen, Mädchen? Mal sagen, dass das eventuell... Ich weiß nicht wieso, aber... Aber so stand es ja eigentlich schon. Oh. Okay. Wir müssen immer noch einen Skull finden. Da hinten ist noch eine Amphore. Klatschen wir da mal eins drauf.
dafür brauche ich den letzten Skull. Da sind zwei drauf und hier müssen zwei drauf. Ach so, okay. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich... Okay. Keine Ahnung, warum der Kreis da auftaucht. Ja. Gut, das heißt, ich brauche jetzt also wirklich den letzten Skull, sonst kann ich nichts machen.